an. Also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4-5 Ansteckungen, 3-5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können.